Ein neuer Wald, ein neues Glück. Natürlich mit Genehmigung. Toll, hier gibt es Pflanzen. Die man schon gar nicht mehr kennt. Geschützte Pflanzen, das ist, glaube ich, ein Türkenbund. Sehr schön. Sehr warm heute wieder. Aber da wir im Wald sondeln, wird es nicht allzu stressig werden, denke ich mal. Eine traumhafte Gegend, wie im Märchen. Man kommt sich vor, wie in eine andere Zeit versetzt. Die richtige Kulisse für einen Abenteuerfilm. Aber auch nicht ungefährlich. Denn hier geht es sehr steil abwärts. Würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn ich plötzlich einem einäugigen Drachen gegenüberstehen würde. Naja, meine Fantasie geht gerade mit mir durch. Aber es ist wirklich fantastisch. Hier ist jeder Schritt, hier muss jeder Schritt wohl überlegt sein. Sonst ist man sehr schnell eingegangen in die ewigen Jagdgründe. Ja, das ist ja irre. Fantastisch. Das ist Ursprünglichkeit in Reinkultur. Große Klasse. Schrott. Eisenschrott. Oh. Aha. Ein Fläschchen Schnaps. Aber leider leer. Was? Hustkamp. Aha. Wohl so eine Art Hustensaft, Hustkamp, schön getarnt für was Hochprozentiges. Tja, entweder ein Geschoss oder ein Niet, keine Ahnung. Ah, mit Gewinde. Ach, das war eine Tube. Das ist der Rest von einer Tube.
So. Aha. Ein Stück von einer Badewannenkette. Das ist ja auch interessant. Na gut. Für alles gibt's ein erstes Mal. Aha. Eine Schnalle, nein. Ein Verschluss von einer, denke ich mal, Zigarrenkiste oder vom kleinen Gürtel, so ein Klemmverschluss. Auf alle Fälle nichts Altes. Aha. Wahrscheinlich ein Bombensplitter. Boah, das ist ja abartig, mitten im Wald eine Autofelge. Zwar sicherlich eine alte, aber das ist doch pervers sowas. Nee, also wirklich. Es wird immer schlimmer hier mit dem Müll. Draht. Und zwar nicht zu knapp. Ein alter schmiedeeiserner Nagel. Ja, ist ja komisch. Ah, da ist es. Eine Münze. Ja. Könnt ihr sie sehen? Eventuell sogar eine silberne. Super erhalten. Eine Mark, Deutsches Reich von 1907. Ah, oh, wie geil ist das denn? Also ich würde sagen, es ist eine silberne, meine erste silberne. Toll. Nachher zeige ich es wieder im gereinigten Zustand. Hier ist was. Oberflächenfund. Ah, hier. Ein alter Knopf. Aber man kann leider noch nichts, ich glaube, es ist sogar ein Muster drauf, aber man kann es noch nicht genau erkennen. Nachher wieder bei der Fundbesprechung schauen wir es gemeinsam an. Super. Draht. Altertümlicher Draht. Nicht zu finden. Doch, hier. Ein handgeschmiedeter alter Nagel. Klein und jetzt mein. Aha, da haben wir es. Ein, ja, was ist das? Hoi, ein Taschenmesser? Mit chinesischen Schriftzeichen.
So sieht's zumindest aus. Korkenzieher kann man erkennen. Mal sehen, ob ich es noch ein bisschen sauberer krieg. Und dann zeige ich es euch. Ein Kronenkorken. Oh, eine Münze. Eine Münze. Ganz klein und fein. Augenblick. Da sitzt sie. Ein Pfennig, würde ich sagen. Und zwar, ich denke mal, Bundesrepublik Deutschland. Man kann es aber nicht genau sehen. Ich zeige es euch wieder nach dem Saubermachen. Münzen, die brechen ab. Ja, sehr schön. Ein sogenannter, naja, kleiner Hortfund. Weiß ich auch nicht. Jedenfalls sind es mehrere Münzen. Was ich erkennen kann, ist auf alle Fälle mal eine aus dem Deutschen Reich. Zehn Pfennig. Und dann hier eine silberne, womöglich. Jawohl! Wow! 50 Reichspfennig. Und ich glaube, es ist ein Silberling. Super! So, da scheint aber noch was drin zu sein. Mal gleich mal gucken. Da ist er. Nochmal 10 Reichspfennig und da ist noch eine. Hier deutlich zu sehen. Und da ist noch eine. Da unten. Hier steckt sie drin. Wollen wir doch gleich mal gucken. Und es scheint noch was drin zu sein. Hier ist alles voller Münzen. Ich werde wahnsinnig. Hier. Nochmal 10 Reichspfennig. Oh, und ein Stück vielleicht von einer Schließe. Oder, genau, meine Frau, meine liebe Frau sagt gerade, ein Geldbeutelverschluss könnte es auch sein, natürlich. Und hier ist noch ein Signal. Aha, auch von dem Geldbeutel, jetzt macht es Sinn, da sieht man auch den Knopf. Zwar mit Sicherheit ein Geldbeutel. Ja, toll. Aha. Was ganz Altes. Ja, da muss ich jetzt auch erstmal forschen, aber das scheint was wirklich Altes zu sein.
Und das werde ich wohl sicherheitshalber mal einmessen. So, liebe Freunde, die Fundbesprechung wie immer ganz zum Schluss. Diesmal glücklicherweise mit relativ wenig Schrott. Einmal haben wir hier den anfänglich von mir deklarierten Hustkamp. Ist allerdings ein Hulstkamp, aber ein Schnappes. Und ich glaube, den trinkt man eigentlich mehr im norddeutschen Raum. Keine Ahnung. Naja. Egal. Dann eine fette, dicke Patronenhülse, beschriftet mit DM43, also das ist wirklich ein fettes Teil. Granatsplitter, hier U-Haken. Das einzig Nette an diesen Teilen, an diesen Schrottteilen, sind diese handgeschmiedeten Nägel. Hier sogar zwei kleine, eventuell Sohlen, Schuhnägel. Dann haben wir hier noch einen normalen Nagel, dann hier diese Badewannenkette aus Aluminium, ein Flaschenverschluss, Kronkorken, Abziehlasche. Das ist übrigens keine Schnalle gewesen, sondern so ein, ja, wie nennt man das denn, so ein Verbandhaken, um den Verband festzuhalten. Hier sind die Klammern, die Haken, die dann da eingreifen. Gut, hier Aluminiumschrott, Flaschenverschluss, Draht, Schrott, Blechdeckel und ein abgebrochenes Kettenglied, nehme ich mal an. Wie gesagt, glücklicherweise sehr wenig Schrott diesmal. Und jetzt kommen wir zu den Funden, zu den Silberfunden unter anderem. Hier nun die Funde des heutigen Tages, des heutigen Sonntages. Zwei Silberlinge, da bin ich ganz besonders drauf stolz. Einmal eine Mark, Deutsches Reich von 1907, im fantastischen Zustand. Wirklich schönes Stück. Dann 50 Pfennige, 50 Reichspfennige von 1927. Die sind fast wie neu geworden nach dem Putzen, unglaublich. Dann waren es 4 × 10 Rentenpfennige von 1924, dann 5 Reichspfennig von 1925, dann haben wir einen Reichspfennig von 1938. Ja, das kann man jetzt schlecht sehen. Hat halt doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Dann ein Knopf, der sogar ein Muster hat, in der Mitte der runde Punkt und außenrum sternförmige Verzierung. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Dann ganz kurios, ja, das Oberteil einer Tube, und zwar sollte das aus der Zeit um 1890 bis 1900 stammen. Das Ganze ist aus Metall. Und die heutige Firma Lucas, die Farbenfirma, hatte dieses Emblem mit dem Schriftzug hier am Rand Dr. Schönfeld. Und hier oben ist das Emblem. Das ist der Löwe, der einen Anker hält, von Düsseldorf, denn da ist auch diese Firma ansässig. Und das Ganze ist aus Metall. Heute steht auf der Kappe Lucas und sie ist natürlich aus Kunststoff.
Aber das finde ich eigentlich ganz kurios und witzig. Deswegen habe ich es auch aufgehoben. Ja, dann habe ich dieses, natürlich ist es kein Dolch, auf alle Fälle eine Art Messer. Hier war wohl ein Griff eingesetzt und, ja, ich denke mal genietet. Der fehlt, vermutlich war es Holz. Ja, und hier sind noch so zwei verzierte Plättchen, das heißt, dazwischen war vermutlich auch Holz, aber das ist halt in der Zeit weggebodert. Eingemessen ist es und jetzt werde ich mal ein bisschen forschen, selber googeln und schauen, ob ich was darüber hinaus in Erfahrung bringen kann. Ja, und dann habe ich noch ein sehr schönes Taschenmesser gefunden. Zeitlich sehr schwer zu datieren, wahrscheinlich schon älter, Art Deco-Zeit eventuell. Auf dem Griff, man kann es glaube ich sehen, ist hier ein Jäger mit Hund und einem sogenannten Schießgewehr. Davor ein Hirsch und davor springt ein Hase, dazwischen steht ein Baum. Auf der anderen Seite ist das gleiche Emblem nochmal zu sehen. Ja, eigentlich ein hübsches Stück. Ja, das war der heutige Tag. Es hat brutal viel Spaß gemacht. Natürlich war es kein Hortfund. Hier möchte ich noch ganz kurz zeigen, sind die beiden Teile von der Geldbörse. Das war so eine kleine Klapp-Geldbörse. Wahrscheinlich, hier unten hing dann das Säckchen. Und das sind die beiden Griffe so zum Aufklappen. Wahrscheinlich hat es ein Kind verloren oder aber eine arme Magd, keine Ahnung. Auf alle Fälle waren diese ganzen Münzen bis auf die Mark und den Pfennig auf einem Platz und von daher müssen sie wohl mit dieser Geldbörse zusammenhängen. Ja, damit endet der Teil 15. Ich wünsche allen Sondlern und Suchern gut Fund, viel Erfolg und vor allen Dingen auch gutes Wetter. Und würde mich unbändig freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, euer Sondlandi.